Mein Name ist Edgar Jenes vom Bundesverband Mittelständische Wirtschaft in Nürnberg. Ich begrüße sehr herzlich unsere Mitglieder, ich begrüße unsere Gäste. Ich freue mich, dass Sie alle hier sind bei einer weiteren Veranstaltung des BVMW, der ja, das wissen vielleicht viele gar nicht, die größte unabhängig organisierte Kraft für den Mittelstand in Deutschland sind. Wir haben rund 50.000 Mitglieder in Deutschland. 150.000 kleine, mittlere Unternehmen erreichen wir über unsere Partnerorganisationen. Rund 300 Geschäftsstellen in allen Bundesländern, 30 Auslandsbüros in 25 Ländern und etwa 250 Mitglieder hier in der Metropolregion Nürnberg. Unsere Aufgaben sind natürlich, auf der einen Seite die Rahmenbedingungen für den Mittelstand in Deutschland insgesamt zu verbessern. Das machen wir, indem wir versuchen, auf die Politik einzuwirken in Brüssel, in Berlin, in München, in Ansbach, in Nürnberg und so weiter. Aber wir kümmern uns auch ganz konkret um die Anliegen mittelständischer Unternehmen. Wir versorgen sie mit Information und Know-how. Wir liefern Plattformen, auf denen sie ihre Kompetenz darstellen können, ihren Bekanntheitsgrad erweitern können. Wir helfen bei dem Schritt ins Ausland und so weiter und so fort. Und wir machen natürlich Veranstaltungen wie diese hier, um interessante, spannende Themen und Trends an mittelständische Unternehmen weiter zu transportieren. So auch heute wieder einmal beschäftigen wir uns mit dem Thema Liquidität und Unternehmensfinanzierung. Wir haben das ja schon ein paar Mal gemacht. In der Pyramide in Fürth, im Südwestpark, in Nürnberg, vor allen Dingen 2008, 2009, im Zuge der Krise, als es durchaus bei dem einen oder anderen mal geklemmt hat, was jetzt die Vergabe von Krediten von Banken an mittelständischen Unternehmen anbelangt. Die Situation hat sich etwas verändert, aber es ist besonders für kleinere Mittelständler noch immer nicht so leicht, an frisches Geld zu kommen und für eine stabile Unternehmensfinanzierung zu sorgen. Basel III kennen Sie wahrscheinlich, die schärferen Regeln für Banken, die tragen dazu bei. Und für Unternehmen, die vielleicht jetzt nicht unbedingt einen Bankkredit wollen oder kriegen, lohnt es sich durchaus dann, über alternative Unternehmensfinanzierungsmöglichkeiten nachzudenken. Ich denke, es lohnt sich, sich die Vorträge heute Abend anzuhören. Ich bedanke mich recht herzlich bei Herrn Bayer. Wir sind ja zu Gast bei der Kanzlei Fels. Er sagt sicherlich nachher auch noch ein bisschen was zu der Kanzlei, zu der Tätigkeit. Ich bedanke mich natürlich bei den anderen Referenten, bei der Frau Albelmeier, beim Dr. Niesen. Ich werde sie nachher noch kurz vorstellen.